Aus Imola, wieder mal mit Porsche unterwegs und Sporttech und Christian und Dani in Imola. Imola ist sehr geschichtsträchtige Rennstrecke, weil 1994 während einem Formel 1 Rennen ist im Qualifying der Roland Ratzenberger gestorben und nachher im Fahren, also während dem Rennen, der Ayrton Senna. Das hat man sicher irgendwie mitbekommen. Auch wenn man nicht gross Rennsport schaut. It's quite complex, but it basically absorbs the energy so well. You don't get a real appreciation of how fast they're coming through that chicane on the TV. And they carry a lot of speed. Oh. And Ratzenberger has had a heavy. Trips ist 1961 den Weltmeistertitel vor Augen in Monza funkelt. Im Stallduell mit dem Amerikaner Phil Hill und das ist ein Unfall von Senna. Um Gottes Willen! Und weil es eine Strecke ist mit so einer Geschichte, hat es ganz viele Fahrer, die da halt haben wollen fahren. Und darum ist es ein bisschen eng in der Box. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered to the days I tried to lose. My mama said to slow down, you must make your own shoes. Stop dancing to the music. I've got gorillas in a happy mood. Keep my groove on. Es gibt noch zwei andere Sachen, die diese Strecke sicher zu etwas Spezielles machen. Und das eine ist, dass sie gegen den Uhrzeigersinn gefahren wird. Das ist außergewöhnlich, weil die meisten Strecken werden im Uhrzeigersinn gefahren. Und das andere ist, ich bin jetzt noch nicht selber mitgefahren, aber man fährt eigentlich durch die Stadt durch. Also die Häuser sind wirklich so 20 Meter von der Strecke weg. Das ist, glaube ich, recht speziell. Ich komme sicher wieder Material über von der Bordkamera, dass wir das mal anschauen können. Get the cool, get the cool to shine. 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 I can't breathe down, yeah, come back. Get the cool.